Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Hier spricht Gudrun Achenbach aus Grünstadt. Guten Tag. Die Adventszeit hat begonnen. Sie liegt in der dunklen Jahreszeit. Nicht umsonst ist dies aber auch die Zeit der Kerzen und der Lichterketten. Sie bringen etwas Licht, etwas Helligkeit in den Tag. Dunkelheit und Angst kennt wohl jede und jeder von uns. Angst vor dem Coronavirus, vor dem Alleinsein, vor Arbeitslosigkeit, vor der Abnahme der Kräfte. Angst bedroht unser Leben und unsere Lebendigkeit. Ängste nehmen Menschen gefangen. Sie lähmen. Sie können uns krank machen, körperlich und seelisch. Depressionen werden manchmal mit einer Lichttherapie behandelt. Und gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, tagsüber nach draußen ins Tageslicht zu gehen. Bewegung an der frischen Luft ist gut und Sonnenlicht ist gut, für die Knochen und für die Seele. Dunkelheit und dunkle Gedanken tun unserer Seele nicht gut. Im Buch des Propheten Jesaja, der vor 2700 Jahren lebte, steht: Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Die Menschen damals lebten in Zeiten der Angst. Ihr Lebensraum war bedroht durch Nachbarvölker. Ein geregeltes Leben war in Gefahr. Die Ernten waren unsicher. Worauf sollten sie sich da verlassen? Jesaja kennt die Ängste seiner Zeitgenossen, aber er hat Bilder der Hoffnung im Kopf. Er sieht viele Dinge in einem neuen Licht. Jesaja weiß, Gott kommt in die Finsternis hinein, als ein kleines, neugeborenes Kind. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das ist eine große, wunderbare Verheißung. Und sie gilt immer noch, auch für uns heute, auch für Sie und mich. Jesus bringt Licht in unsere Welt und in unser Herz. Ein Licht der Liebe und des Friedens. Er wird Freude in unser Leben bringen, unsere Probleme und Ängste tragen helfen und uns Gerechtigkeit verschaffen. Darauf dürfen wir vertrauen, auch wenn es dunkel ist, auch wenn wir Angst haben. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Wir beten. Guter Gott, danke, dass du in die Welt kommst. Danke, dass du uns nicht im Dunkeln verkümmern lassen willst, sondern Licht und Freude in unser Leben bringen willst. Danke, dass du uns unsere Angst nehmen willst. Wir bitten dich, schenke uns immer wieder neu Vertrauen darauf, dass du es gut mit uns meinst. Amen. Ich bitte Gott um seinen Segen für euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen.